Zunächst einmal natürlich artig von meiner Seite hier, liebe Claudia, liebe Steffi, liebe Astrid, lieber Malte, ganz herzlichen Dank für 2 Jahre gute und für mich auch sehr lehrreiche und spannende Zusammenarbeit im Bundesvorstand. Vielen Dank von meiner Seite dazu. Und lieber Cem, ich habe nicht registriert, dass du dich bei mir bedankt hast, aber ich bedanke mich bei dir auch für die 2 Jahre, die ich da wieder arbeiten durfte mit dir. Herzlichen Dank. Ja, ich weiß nicht, hat das jemand mitbekommen? Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gestern und heute lange über die Gründe und über die Auswirkungen des Ergebnisses der Bundestagswahl 2013 debattiert. Wir haben bei dieser Wahl deutlich weniger erreicht, als wir uns erhofft hatten. Das ist klar. Und selbstverständlich fragen sich alle Verantwortlichen und auch ihr, woran es gelegen hat. Und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Schon nach der nicht gut ausgegangenen Landtagswahl in Bayern, eine Woche vor der Bundestagswahl, habe ich bei bayerischen Kreisverbänden schon Kritik eingesammelt und seither auch viel Kritik nach wie vor eingesammelt. Und vielen Dank hier von meiner Seite hier nochmal für die vielen E-Mails, die wir bekommen haben von der Basis, wo sie uns gesagt haben, was sie finden, was das nächste Mal besser gemacht werden kann. Ich möchte mich hier ganz kurz nochmal die Debatte, also meinen Beitrag hier fokussieren auf die Kampagne, auf Dinge, die ich mir auch selbstkritisch ans Revers heften möchte. Und da nehme ich von den vielen Anregungen, die wir bekommen haben, Stand heute, 2 Dinge raus, die ich finde, die wichtig sind und die ich mir ans Revers heften möchte. Das eine ist, in der Debatte im Bundesfinanzrat eine Woche nach der Wahl kam vom Basismitglied aus Hamburg, Karl Heinz, der schöne Satz zu unserer Kampagne: Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ich glaube, dass dies eine sehr gute Umschreibung für das, auf was wir künftig aufpassen müssen. Und eine zweite Geschichte, die aufgekommen ist und die ich sehr spannend finde und sehr schwierig trotzdem: Wird es möglich sein, künftig bei Kampagnen, die wir auflegen, wird es da möglich sein, dass wir uns irgendwo an einem Punkt sozusagen ein Point of Return einbauen, einen Punkt, wo wir sagen können, halt, langsam, wir evaluieren mal, was bisher gelaufen ist und kommt unsere Kampagne eigentlich überhaupt noch an? Das ist natürlich sehr schwierig, das in der im laufenden Wahlkampf anzubringen, aber ich finde diesen Gedanken sehr spannend und ich möchte da weitermachen. Eine letzte Einschätzung von meiner Seite noch einmal zu dieser Bundestagswahlkampagne. Über eines mache ich mir keine Sorgen. Und zwar besonders nicht im Jahr 2014, wo wir nicht nur die Europawahl haben, sondern 11 Kommunalwahlen und 3 Landtagswahlen. Ich mache mir keine Sorgen über die Kampagnenfähigkeit unserer Basis. Darüber mache ich mir nach diesem Bundestagswahlkampf keine Sorgen mehr. Dieses Bundestagswahlergebnis hat neben den politischen Folgen auch harte finanzielle Auswirkungen. Ich habe es in meiner Bewerbung schon geschrieben. 950.000 Stimmen weniger als 2009 bedeuten 660.000 Euro weniger pro Jahr für die Gesamtpartei. Und das bedeutet für den Bundesverband allein 250.000 Euro weniger pro Jahr. Als ich diese Zahlen intern zum ersten Mal genannt habe, hat unser Pressesprecher Jens Althoff, der jetzt leider heute krank ist, hat mir gesagt, und so halb im Spaß gesagt, du musst da raufgehen und musst eine Blood, Sweat and Tears Rede halten. Blut, Schweiß und Tränen. Und dann habe ich sofort gesagt, nö, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, denn Sweat, also Schweiß, okay, das lasse ich noch zu, dass wir arbeiten, bis wir schwitzen, das ist in Ordnung. Aber Tears wird es keine geben, wenn es nicht mal bei der Verabschiedung von Claudia Tears gegeben hat, dann wird es künftig auch keine geben. Und drittens, Blut gibt es bei uns schon gleich gar keins. Aber ich weiß nicht, wer dieses Originalzitat eigentlich von Churchill kennt. Da heißt es nämlich, Blood, Toil, Tears and Sweat. Und Toil wird gerne weggelassen, das heißt harte Arbeit, das heißt viel Arbeit. Und das unterschreibe ich gerne, vor uns liegt viel Arbeit. Okay, was kommt da jetzt an Arbeit auf den Bundesschatzmeister zu und welche Pläne hat er denn da? Es gilt, diesen Spagat
zwischen den notwendigen Einsparungen und dem Anspruch an die Leistungsfähigkeit unserer Bundesgeschäftsstelle, wie sie von euch, von der Partei und von der Öffentlichkeit herangetragen wird. Diesen Spagat gilt es auszuhalten und konstruktiv zu gestalten. Und dazu müssen wir noch versuchen, für die beiden Wahlkampfetats 2014 und 2017 eine vernünftige Ausstattung zusammenzubekommen. Ich bin da zuversichtlich, dass der neue Bundesvorstand dazu eine gute Vorlage erarbeitet, die wir dann auf der BDK 2014 im Februar beraten können. Und ich bin zuversichtlich, dass Fantasie, das Engagement und dass Begeisterung mehr bewirkt als jede Menge Geld. Das ist natürlich gefährlich, wenn man das als Schatzmeister sagt, aber ich bin nach wie vor dieser Meinung. Über meine Bewerbungsschreiben habe ich ein Zitat meines Vorgängers Dietmar Strehl geschrieben, der, glaube ich, da drüben saß. Ja, er winkt wunderbar. Grüß dich, Dietmar. Da habe ich darüber geschrieben, zu viel Geld ist auch nicht schön. Dieses Zitat stammt von Dietmar Strehl. Und um das zu untermauern, ist Dietmar ja als Finanzstaatssekretär nach Bremen gegangen, wo es offenbar noch haudiger zugeht als in der Bundesgeschäftsstelle. Und damit beweist er, dass an diesem Satz viel Wahres dran ist. Ein paar weitere Baustellen will ich kurz nennen. Weiterentwicklung des Spendenkodex, Weiterentwicklung des internen Controllings, Weiterentwicklung der Fundraising-Aktivitäten von Untergliederung, gerade im Hinblick auf das Wahlkampfjahr 2014. Und ich möchte mithelfen, wieder, ich betone wieder, eine produktive und gute Arbeitsatmosphäre in der Bundesgeschäftsstelle mit den vielen neuen Kräften, die jetzt dann dort Einzug halten, zu gestalten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben bei dieser BDK keinen Top-Finanzen, bei dem ihr erfahren könnt, wie es um unser Geld steht. Den Vorschlag des Bundesfinanzrats, das ganze 2014 zu erörtern, habe ich ja schon dargestellt. Und damit es jetzt nicht heißt, Benedikt, wir müssen mit dir ja da die Katze im Sack kaufen, sage ich hier schon ein paar Eckdaten aus dem Abschluss 2012. Der Bundesverband schließt 2012 ab mit einem Überschuss im laufenden Haushalt von 1,65 Millionen Euro. Das waren 55.000 weniger als geplant, aber die stammen im Wesentlichen von einer Überziehung von 48.000 Euro im Bereich Unterstützung Landtagswahlen, die außerplanmäßig im Saarland und in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Und das Reinvermögen der Partei ohne Rücklagen stand Ende 2012 auf 540.000 Euro. Das sind 40.000 Euro mehr, als wir in der mittelfristigen Planung hatten. Beim Wahletat 2013, der ist noch in vollem Gange, die Abrechnung, da kann ich euch erst 2014 verlässliche Zahlen vorlegen. Da bitte ich noch um etwas Geduld. Ich hoffe aber, ihr habt jetzt eine kleine Vorstellung über die Finanzen. Da könnt ihr jetzt dann euer Votum vielleicht auch danach ausrichten. Apropos Votum, gestern hat mir der Bundesfinanzrat ein gutes Votum mitgegeben. Vielen Dank dafür an die Kolleginnen und Kollegen. Aber zur Transparenz gehört, es gab auch 4 Gegenstimmen. So viel will ich ja auch gerne hier sagen, denn sonst hat dieses Votum ja auch keinen Wert. Das gibt jetzt eine schöne Überleitung. Die Arbeit an den grünen Finanzen ist eine große Teamarbeit. Da arbeiten vor Ort Hunderte von OV- und KV-Kassiererinnen und Kassierern. Und das ist, weiß Gott, nicht immer ein dankbarer Job, der unter Zeitdruck passieren muss. Und ich betone hier nochmal, alle diese Leute sind aus politischen Gründen zu den Grünen gekommen und wollten eigentlich Politik machen und finden sich jetzt plötzlich abends am Schreibtisch beim Sortieren von Bankauszügen und Spendenbescheinigungen. Vielen Dank dafür. Einen herzlichen Dank an alle Kolleginnen, Landesschatzmeisterinnen, an die Finanzabteilungen in Landesverbänden, an das Team im Finanzreferat der Bundesgeschäftsstelle und beim Fundraising dort. Es ist wieder gelungen, trotz Personalwechsel den Rechenschaftsbericht 2012 rechtzeitig fertigzustellen. Das verdient alle Achtung. Das hat keine Bundestagspartei geschafft bisher.
Und ich bin stolz zu sagen, dass seit 3 Monaten in der Finanzabteilung endlich auch das Gender-Prinzip greift und dort auch ein Mann mitarbeitet. Vielen Dank dafür. Saubere Finanzen beginnen ganz unten, und sie sind ein wesentlicher Faktor für die politische Glaubwürdigkeit von Bündnis 90 Die Grünen. So, und jetzt zum Schluss, die Lampe leuchtet schon. Liebe Leute, ich habe 2011 auf der BDK eine Bewerbungsrede für das Schatzmeisteramt gehalten. Ich habe 2012 auf der BDK eine Bewerbungsrede für das Schatzmeisteramt gehalten. Und ich habe jetzt in 2013 schon wieder eine Bewerbungsrede gehalten auf der BDK für das Schatzmeisteramt. Eigentlich möchte ich nur euer Vertrauen bitten und nicht um den Oscar für meine Rolle in Jährlich grüßt das Murmeltier. Vielen Dank.